Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und ihr seht schon, heute geht es nochmal um eine Mediamarkt-Überraschungsbox. Na und... Jo, wir packen die jetzt einfach mal aus. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass es bald besser wird, noch ein bisschen mit dem Ganzen. Weil ich leider mein Stativ nicht finden konnte, hatte ich nur mein kleines Zischstativ jetzt. Aber das geht auch. Und genau. Schauen wir einfach mal rein, was man für 25 Euro bekommt. Oh, okay. Ich sehe schon was. Und also einmal haben wir hier Bluetooth-Lautsprecher von One Style. Genau, worauf ich jetzt mal hinaus will, schaut euch auf jeden Fall noch die andere Folge an. Wir haben, das ist nämlich schon der zweite Part davon, von ich packe eine Mediamarkt Überraschungsbox aus. Genau, die hier ist übrigens 25, hat übrigens 25 Euro gekostet, deshalb muss ich auch noch dazu sagen. Und 110 Euro soll zu wert sein. Also ob das jetzt so hinhaut, darauf bin ich jetzt echt mal sehr gespannt. Also Leute, nicht wegschalten auf jeden Fall. Also einmal haben wir hier Bluetooth-Lautsprecher. Bluetooth-Kopfhörer. Ich ahne da irgendwie ein bisschen Böses, weil irgendwie sagt man, das ist jetzt gar nichts. Irgendwie so eine Marke, als hätte man von Amazon oder so das Ganze gekauft, genau. Weil es sind einfach keine Markenkopfhörer. Hier hinten noch mal drauf. Modul TWS BTV 7 Plus. Bluetooth 5.0 haben die auf jeden Fall schon mal. 2400 GHz, 500 mAh Akku. Ja, das schauen wir uns dann nachher nochmal genau an. Okay, nochmal ein. Also, dann haben wir hier nochmal so ein Set vom Mediamarkt. Okay, ist auch etwas Unspektakuläres. Okay, was ist das denn? Ah, also Wetterstation. Okay, da kann man immer gebrauchen. Aber das sieht mir jetzt sehr nach Ausstellungsstück aus. Also keine Ahnung, was das jetzt auch wert ist. Vielleicht 5 Euro oder so. Also irgendwie sieht es mir sehr nach Ausstellungsstück aus. Ob ich das nicht sogar mal in der Hand hatte, wo ich die Box gekauft habe. Genau. Dann Rohlinge von Easy. Slim Case. Ist das ein Case? Das ist sogar, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ein Cord Slim Case, also es könnte jetzt auch so eine Verpackung sein. Das muss ich mal ganz kurz lesen. Nee, speicher Filme, Fotos und digitale Daten, um maximale Brenngeschwindigkeit sicherzustellen, halten Sie. Okay, okay. Alles klar. 52 Speed. 700 Mbit, das ist, Megabyte, das ist aber eigentlich jetzt nur. Ja, okay, es ist halt für Minifilme, sag ich mal so. Was haben wir denn da? Oh. Oh, okay. Also Headlights. Das ist eine Stirnleuchte. Das ist ja interessant jetzt. Okay. Okay, auch dafür Dankeschön auf jeden Fall. Nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Ah, wer kennt's nicht, Leute? Wer kennt's nicht? Früher waren die ja total beliebt. Jetzt haben wir hier. Muss mal ganz kurz zählen. 1, 2, 3, 4. 5 Fidget Spinner, okay, also das ist jetzt nicht wirklich was super tolles, perfektes. Okay, und dann haben wir hier noch einen USB-Stick, kann man immer gebrauchen, das ist gut. Was das jetzt ist, ich glaube, das ist Desinfektionsspray oder so. Sieht mir auf jeden Fall gerade eben danach so aus. Ja, Handreinigungsgel, ja, okay, das kann man immer gebrauchen. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit kann man das immer gebrauchen. Ach, und schön, noch einmal hier zwei Pop-Sockets. Gut, die kann man auch immer gebrauchen. Zumindest, also, für mich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe ja auch Freunde, Familie und so weiter. Da kann man die schon mal vielleicht auch verschenken oder so. Genauso dasselbe gilt für diese Fidget Spinner. Ich weiß jetzt nicht so genau, was ich da dran jetzt Spaß haben soll. Ja, jetzt muss ich mal selber gucken. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Liste. Also, ich habe... Nur jetzt mal so gesagt, ich habe jetzt zwei Boxen gekauft. Jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz. Eine Stunde später.
So Leute, also ich habe jetzt leider nicht so wirklich gefunden, wonach ich gesucht habe. Also ich google das auf jeden Fall alles dann mal. Also USB-Stick 64 GB, das ist auf jeden Fall was Gutes. Jetzt schaue ich gerade mal. C-Flash. Ah, ich glaube, das ist nämlich jetzt so ein Flash-Speicher, wo man angeblich vielleicht sogar die Daten da drauf speichern kann. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall mal sehr interessant. Also was hatte ich ja immer noch nie. Okay, das ist ein Computer, Smartphone, Tablets. USB-Typ C, okay. Also es ist auf jeden Fall ein neuerer Stick. 64 GB. Mal ist so 15 Euro vielleicht sowas wert. Naja, die Rohlinge, ja okay, also... Was will ich zu den Rohlingen sagen? Die sind vielleicht noch 5 Euro wert, wenn überhaupt. 5 Euro. Die Pop-Sockets, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen was wert. Also so um die 12 Euro habe ich die schon gesehen. Aber es gab auch schon solche, die haben auch schon 15 gekostet. Naja, und wenn ich das schon zusammenzähle, 15, dann machen wir hier auch mal 15. Einfach sind mal bei 30. Dann, genau, haben wir 45... 50, genau, die Kopfhörer, keine Ahnung, was die wert sind. Das google ich auf jeden Fall noch. Das blende ich euch einfach jetzt dann mal ein, wenn ich dazu was finde. Am besten, ich blende eigentlich so bei jedem Ding, was ich dazu gefunden habe, ein. Und ja, genau, am besten, ich sag dann einfach nochmal dazu, was dann noch wert ist. Okay, also die Fidget Spinner, insgesamt vielleicht dann 10 Euro. Sagen wir einfach mal für jeden Fidget Spinner 2 Euro. Dann das Desinfektionsspray, auch nochmal 2 Euro, also ja, sind, denke ich mal, um so die 90 Euro rum, so. Also hier haben wir dann noch die Lampe, die können ganz gut sein. Die sind wir vielleicht dann bei, sagen wir mal, boah, vielleicht 15 Euro auch, so 10 bis 15 Euro einfach mal. Schaue ich auch einfach mal, blende ich euch auch einfach dann ein, wie schon gesagt, und dann seht ihr, genau, jetzt hat den Endpreis einfach eingeblendet. Wenn ich das dann alles zusammengerechnet habe, ich denke mal, so ist es einfach am einfachsten, was dazu dann so für Recherche betrieben habe. Also der Stick auf jeden Fall eigentlich so das Sinnvollste. Na, die Bluetooth-Kopfhörer weiß ich jetzt gar nicht. Also mal schauen, auf jeden Fall. Genau, jo Leute, also checkt auf jeden Fall auch mal Teil 1 davon ab. Und genau, dann seht ihr mal, was da so drin war. Also von dem Paket bin ich jetzt irgendwie schon ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, also ich hätte mir da jetzt irgendwie mehr erwartet. 25 Euro, naja. Ist jetzt so lala, weil es ist jetzt auch nicht wirklich was richtig Krasses dabei. Also was ich jetzt sagen kann, ist jetzt wirklich eine richtig krasse Marke. Wie schon gesagt, mit dieser Lampe, das seht ihr ja dann eh schon eingeblendet, was das für eine Marke ist. Keine Ahnung. Das Einzige, was hier jetzt wirklich Markenprodukt ist, ist eigentlich so der Stick hier, beziehungsweise der USB-Stick. Die, keine Ahnung, wie schon gesagt, wird jetzt alles eingeblendet und genau, was das insgesamt gekostet hat. Wie schon gesagt, 110 Euro soll das Paket wert sein. Ob es wert ist, seht ihr jetzt einfach mal eingeblendet. Genau, also ich gehe jetzt auf jeden Fall mal einfach nach dem Neupreis. Wir rechnen jetzt davon mal nichts ab und jo, genau. Ja Leute, das wäre es auf jeden Fall erstmal gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.